Hallo und herzlich willkommen zum Unternehmerkanal. Heute geht es weiter mit dem nächsten Video. Das gehört nicht mehr in unsere Amazon-Reihe, die geht immer noch weiter. Das ist hier quasi ein Bonusvideo. Und heute machen wir ein Member-Coaching, wo ich einem unserer Mitglieder oder ja, ich nenne es mal Abonnenten, wo ich einem unserer Abonnenten Feedback gebe zu seinem Businessmodell. Warum mache ich das? Erstens, er hat mich nicht danach gefragt. Das habe ich gemacht, weil ich da gerade Bock drauf habe. Und zweitens, das ist eigentlich der Hauptgrund, weil er einfach angefangen hat und was macht. Also es ist jemand, der auch mal gerne einen Tipp gibt bei uns in der Facebook-Gruppe. Falls du da noch nicht Mitglied bist, einfach Unternehmerkanal nicht googeln, sondern bei Facebook oben in der Suche eingeben. Dann findest du die Gruppe und dann bestätigen wir dich nach kurzer Zeit. Ja, und dieses Mitglied gibt da viele Tipps und auch in Bereichen, wo er sich nicht unbedingt auskennt, mal eine Einschätzung. Immer sehr konstruktiv und hält uns auf dem Laufenden über sein Business, wie es sich so entwickelt, was er versucht. Und auch bei der Fragestellung teilweise, wenn er Fragen stellt, ist es schon so weit, dass er nicht fragt, welches Programm kann ich benutzen, sondern ich habe dieses, jenes und dieses Programm recherchiert, habt ihr Erfahrung damit, welches ist das Beste. Also Tipp für euch, falls ihr auch mal Feedback bekommen möchtet, wir können es nicht garantieren, aber bitte versucht so viel Mehrwert in die Community reinzugeben. Wir werden auf jeden Fall entweder in dieser Form oder in irgendeiner anderen Form uns dafür erkenntlich zeigen. So, jetzt zum Inhalt. Es geht um die Seite psytraining.info von dem Matthias Niggehoff. Das ist ein Psychologe, wie man jetzt nicht am Titel auch schon denken könnte. Und da geht es um Coaching-Angebote rund um ja, Stress abbauen, Beziehungen, Kommunikation und so weiter. Viele mentale Sachen also. In dem Video gehe ich jetzt ein auf die Struktur und das Geschäftsmodell, was er da sich ausgedacht hat. Auf die Traffic-Strategie, zumindest soweit, wie ich sie jetzt nachstellen konnte. Also ich habe ihn nicht dazu gefragt, sondern einfach mal geschaut, was er so anbietet. Und danach nochmal Conversion, also direkt gehen wir direkt auf die Seite und schauen, was man da vielleicht noch optimieren oder verbessern könnte. So, zum ersten Struktur und Geschäftsmodell. Also das gefällt mir ziemlich gut. Kurz für euch, es geht um ein digitales Infoprodukt. Der gute Herr Niggehoff ist ein Fachmann im Bereich Psychologie, war teilweise, so wie ich das auf der Webseite entdeckt habe, auch schon in verschiedenen Medien, also Bild der Frau, Geo-Magazin, bla bla bla, viele solche Sachen. Und gibt sein Wissen einfach weiter in Form von Videos, E-Books und ja, hauptsächlich Video-Coaching. Das Ganze wird gelöst durch eine Membership-Seite, die kostet momentan 29 Euro für ein Jahr, also 365 Tage, wie es der Psychologe so schön schreibt. Also die bezahlen einmalig was und haben dann ein Jahr Zugriff auf die Trainingsmaterialien, E-Books, PDFs und viele Videos halt. Das so zur Sache. Der Blog ist noch ein bisschen monetarisiert durch Buchempfehlungen bzw. Hörbücher über Amazon. Da gibt es so ein Partnerprogramm. Wenn jemand was über ihn kauft, bekommt er eine anteilige Provision davon. Das schwankt immer zwischen 5 und 10%, je nach Produktkategorie und wie viel man empfiehlt. So, das also zum Geschäftsmodell. Darüber wird es monetarisiert. Das Ganze gefällt mir ziemlich gut. Das ist auch über gute Programme gelöst, beziehungsweise die, die ich auch benutzen würde. Das ist einmal Digistore24 und ein WordPress-Plugin, um das Ganze zu verwalten. Wie gesagt, das passt auf jeden Fall soweit gut, kann sehr gut funktionieren und da würde ich auf jeden Fall Daumen nach oben beziehungsweise grünes Licht geben für, da steht nichts dem Erfolg im Weg. So, die nächste Sache ist Traffic-Strategie. Die schönste Webseite bringt dir nichts, wenn du keine Besucher drauf hast. Deswegen habe ich mal geschaut, wie denn Besucher auf das Angebot aufmerksam gemacht werden sollen. Das erste ist durch einen Blog, der heißt stressdichnicht.de. Könnt ihr ja mal nachschauen, wie der so aussieht. Wir gehen gleich nochmal direkt auf die Seite. Ist immer eine gute Methode. Man bekommt Besucher über Google zum Beispiel oder über Social Media, also Facebook, Twitter und so weiter. Und kann dann darauf natürlich hin und wieder mal sein Angebot einfließen lassen, was es da so Schönes gibt. Und das zweite ist, man baut natürlich Autorität und Fachwissen auf. Also man kann seine eigenen Ideen gut weitergeben in einem Blog, man kann da Videos einbinden, Bilder und so weiter, viele Zusatzmaterialien darüber verteilen, also Checklisten, PDFs, E-Books und so weiter und kann E-Mail-Adressen von Leuten in den Newsletter bekommen und darüber dann halt wieder denen speziell Angebote zuschicken. So, also Blog auf jeden Fall eine sehr gute Idee, auch gut zum Anfang. Das nächste, YouTube, ja, es gibt auch einige Videos von dem guten jungen Mann. Die habe ich mir auch ein paar angesehen, so 2, 3. Das ist auch schon ganz gut, also auch eine sehr gute, günstige Traffic-Quelle. Also man kann mittlerweile mit einem ganz normalen Smartphone, vielleicht ja so ein 20, 30 Euro Lavalier-Mikrofon, wenn es mal ein bisschen besserer Ton werden sollte, kann man schon sehr gute Videos machen, gute Aufnahmen. Diese hier zum Beispiel werden gerade mit einem iPhone 6 gedreht. Also ihr braucht jetzt nicht die tollste Spiegelreflexkamera
und müsst da vorher hunderte von Euros in investieren für Technik. Das auf jeden Fall für uns Zuschauer oder für euch Zuschauer eine sehr günstige Traffic-Quelle, wo man auch sehr gut Besucher drüber bekommen kann. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Zur Ausführung davon schauen wir, nein, brauchen wir gar nicht reinschauen, kann ich so direkt sagen. Also ich habe mir nur so zwei, drei Videos angeschaut. Von der Machart her ist es eher so, dass das Ganze sehr professionell wirkt. Ein sehr guter Einspieler am Anfang, der gut mit Musik unterlegt ist, die auch passt, auch vom Thema her sehr gut. Vom Inhalt der Videos, fachlich würde ich sagen, super. Teilweise war es für mich so, dass ein Video, was ich mir angeschaut habe, ging 7 Minuten. Bei 2 Minuten 30 war quasi das Intro und die Erklärung, was er gleich erklären wird, vorbei. Also für mich muss es so sein, dass es eher vielleicht 30 Sekunden, 40 Sekunden am Anfang angeteasert wird, worum es geht, und dann kommt man zum Punkt. Zack, leg die Zunge auf den Mundboden, atme ruhig durch, nicht in den Bauch, das geht automatisch, und dann hast du deinen Stressabbau-Tipp. Da braucht man kein 7-Minuten-Video draus machen, das kann man in 4 Minuten locker abreißen, weil sonst, je öfter man das wiederholt, dann hast du eine hohe Videoabbruchquote und YouTube rankt dich teilweise schlechter. Die Leute werden vielleicht eher denken, ah, es ist eher so eine Laberbacke. Versuch das schön inhaltlich gut zu machen, so wie bis jetzt auch, aber ein bisschen komprimierter vom Inhalt her. Also nicht so viel drumherum reden und dann 10-mal wiederholen, dass die Zunge auf dem Boden muss. Und dann kannst du zum Beispiel diesen Erweiterungstipp, der da genannt wurde, man kann dann noch zählen dabei und so weiter, das kann man dann vielleicht am Flipchart oder auch direkt noch erklären und sagen, hier gibt es noch zwei Methoden, um das zu verstärken oder zu vereinfachen. Version 1 ist das, machst es kurz vor. Version 2 ist das, machst das kurz vor. Und dann kannst du noch mal kurz auf dein Angebot oder auf deinen Blog hinweisen und dann ist das Video zu Ende. Da braucht man nicht so lange drum rumreden, so wie ich das gerade mache. So, die nächste Sache ist, er bietet einen Newsletter an auf seiner Seite. Den habe ich mir jetzt nicht genauer analysiert oder angeschaut. Auf jeden Fall schon mal sehr gut, dass du es machst. Das war einer der Fehler, den ich am Anfang gemacht habe. Ich habe mir keine Liste aufgebaut. Also es gibt so einen Online-Marketer-Spruch, und zwar, das Geld liegt in der Liste. Also, falls du das hier gerade siehst oder irgendjemand das gerade siehst, der noch keinen E-Mail-Newsletter oder keine Liste hat, bitte fang sofort an, dir irgendwas aufzubauen in irgendeiner Form. Gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Eine schaue ich gleich mal oder stelle ich gleich nochmal vor, wie man die sehr einfach und sehr gut implementieren kann. Bitte machen. Also Newsletter ist top. Auch wenn ihr ihn nur einmal im Monat rausschickt, baut die Liste auf. So, zum Thema Conversion bzw. dem Blick direkt auf die Seite kommen wir jetzt gleich. Angebot. Dazu geht es jetzt weiter. So, wir fangen an mit dem Review bzw. Feedback zum Blog. Wie gesagt, der heißt stressdichnicht.de. Seht ihr hier oben. Das ist ein WordPress-Blog. Der ist ziemlich einfach gehalten, was auch gar nicht schlimm ist. Vom hier oben im ersten Bereich, also ihr müsst euch das so vorstellen, hier oben das erste Drittel, je weiter oben das liegt, darauf fällt zuerst das Auge und da wird das Auge sehr viel fokussieren erstmal und schauen, oh, was gibt es denn hier? Ah, Informationen zum Coach, Online-Training, Podcast-Shop. Okay, also mich persönlich interessieren jetzt Podcasts zum Beispiel. Das Bild hier vorne würde ich ändern. Da würde ich auf jeden Fall was Größeres reinmachen, was vielleicht ein bisschen mehr zum Thema, ja, Freiheit oder wenig Stress, Ruhe und so weiter. Was halt das Thema des Blogs ist, würde ich auf jeden Fall ein bisschen mehr herausstellen dadurch. Ja, persönliche Entwicklung gestalten, wüsste ich jetzt nicht genau, was das so mir selber weiterhelfen kann. Da würde ich vielleicht noch ein bisschen den Spruch nochmal ändern. Und das hier rauszustellen, dass du Master of Science, of Peace and Freedom Making bist, ist auf jeden Fall okay, das würde ich so lassen. Was mich jetzt hier verwundert, hier steht psytraining.info, obwohl hier oben stressdichnicht.de steht. Das musst du halt schauen, ob du das eher trennen möchtest. Das würde ich an der Stelle machen, aber das ist so eine persönliche Entscheidung. Ansonsten hier oben, das ist verschenkter Platz, da würde ich vielleicht versuchen, die Navigation direkt hier oben drunter zu bekommen oder hier eine Smartbar einblenden zu lassen. Wie das geht, zeige ich dir auch gerne nochmal, wo du die E-Mail-Adresse der Leute abgreifst. So, dann geht's hier los mit der Suchfunktion. Okay, kühlen Kopf bewahren und nicht durchdrehen. Das ist halt die Headline von dem Artikel, der jetzt folgt. Hier kann ich direkt einen Kommentar hinterlassen, aber ich habe ja noch gar nichts gelesen. Also das ist auf der Startseite eigentlich ein bisschen fehl am Platz. Du möchtest ja nicht, dass die Leute sofort was schreiben, sondern erstmal sollen sie den Content aufsaugen und dich als Experten ansehen. Also hier würde ich auf jeden Fall dieses Hinterlasse eine Antwort weglassen. Ja, kühlen Kopf bewahren, nicht durchdrehen. Das Bild, ja, ist okay, kann man nehmen. Vielleicht gibt es noch bessere dafür. Kostenlose Bilder für solche Sachen, zum Beispiel für solche Zwecke, findest du auf www.pixabay.de. Ich trage es mal hier oben ein, damit ihr es mal seht.
So sieht das Ganze aus. Da gibt es kostenlose Bilder, die man ohne, ja, ohne Nachweis zum Autor oder zum Urheber einfach verwenden kann für sowas. Da auf jeden Fall eine sehr gute Quelle für sowas. Dann kommt hier die das Video zu dem Trick, der hier oben beschrieben wird. Das ist auf jeden Fall gut, dass du Videos einbindest, viele Bilder und so weiter. Und dann hier unten, komm ins Online-Training. Das müsste man vielleicht anders gestalten. Dieser Beitrag wurde am 3. Juli 2015. Was wurde der? Veröffentlicht oder geschrieben oder gepostet, was weiß ich. Das könnte meiner Meinung nach weg, finde ich nicht unbedingt wichtig dafür, weil gerade diese Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja ein sehr zeitloses Thema. Da braucht man nicht unbedingt ein Datum dazu. Also meiner Meinung nach ist das eher für Newsseiten oder wenn du ein Unternehmen hast, was aktuelle News postet, da wäre das wichtig. Bei sowas, bei so einem Evergreen-Content nenne ich jetzt einfach mal, da würde ich es einfach weglassen. Dieses Comments-Online-Training würde ich hier auch noch nicht machen, weil an dieser Stelle ist der bestimmt noch nicht dazu bereit, sofort was zu kaufen. Jetzt schauen wir uns mal, oder fangen wir erstmal hier auf der rechten Seite an. Letzte Beiträge, hier können dann die der Zuschauer quasi oder der Besucher direkt zu dem nächsten Artikel springen. Das ist ganz gut. Ich würde es hier oben vielleicht mit deinem Kopf zum Beispiel einfach nur sagen, so herzlich willkommen auf meinem Blog, um halt dein Gesicht einfach hier nochmal reinzubekommen. Das wäre eine Möglichkeit, weil wenn er hier auf der Seite ist, wird er sehr wahrscheinlich so oder so einen Artikel anklicken. Und das hier oben ist dann ein bisschen doppelt. Da könnte man auf jeden Fall noch was anderes hinmachen. Zum Beispiel hier dein Facebook-Widget. Hier würde ich darauf achten, dass es die richtige Breite hat. Also das ist hier zu schmal für die Sidebar, zumindest auf meinem Computer. Da würde ich schauen, ob das vielleicht ein bisschen breiter gemacht werden kann oder ob es da vielleicht andere Buttons gibt, dass einfach nur das große F da steht. Muss man einfach mal testen, wie hoch die Interaktionsrate da ist. Dann gibt es hier eine Option, den Newsletter zu abonnieren. Jetzt frage ich mich aber als Zuschauer oder als User, warum soll ich denn hier meine E-Mail-Adresse eingeben? Was habe ich denn davon? Kriege ich News? Kriege ich da vielleicht Spam von irgendeinem Esoteriker, wo ich jetzt nur mal kurz ein Video gesehen habe? Oder kriege ich da wirklich jede Woche oder alle zwei Tage ein hochwertiges Video, was mich persönlich extrem weiterbringt? Das würde ich hier auf jeden Fall darstellen, was einen da erwartet. Das liegt nicht unbedingt an dir, dass du jetzt hier irgendwie Schindluder treibst, sondern es haben einfach in der Vergangenheit sehr viele Leute E-Mail-Adressen für Spam benutzt und so weiter, sodass die Leute immer misstrauischer werden, ihre Adresse abzugeben. Und wenn hier nicht mal ein Grund steht, warum sie das machen sollten, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass es jemand tut. Also hier kannst du deine Sign-ups gut erhöhen, wenn du hier ein schönes Bild reinmachst oder einen guten Call to Action. Du wirst das und das bekommen. Du wirst wahrscheinlich, oder du kannst auch hier ein gutes Bonusvideo, was es zum Beispiel nur im Newsletter gibt, reinhauen, damit die Leute nochmal eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, sich da einzutragen. So, Kategorien. Die brauchen meiner Meinung nach nicht in die Seitennavigation. Die sind hier oben, glaube ich, schon. Nein, sind sie nicht. Wo sind die Kategorien bisher? Dann würde ich sie auf jeden Fall hier oben noch reinmachen, weil das die Leute auch eher ablenkt, meiner Meinung nach. So, wichtig. Podcasts, okay, könnten wichtig sein. Psytraining ist das Online-Training. Dass es wichtig ist, würde ich vielleicht eher anders nennen. Also YouTube gehört mit oben in die Richtung von Facebook, verbinde dich mit uns oder mehr Content oder was auch immer da oben drüber steht. Archive, das ist dann auch wieder doppelt, weil oben ja schon steht, wie man zu den anderen Artikeln kommt. Oder man kommt über die Kategorien in die alten Videos und Berichte rein. Das würde ich weglassen. Letzte Kommentare. Interessiert eigentlich auch wenig Leute, meiner Meinung nach. Die Meta-Tags hier anmelden, Beitragsfeed, Kommentar als RSS, das braucht kein Mensch. Kannst du einfach entfernen. So, dann gehen wir einfach mal in einen Artikel rein. So, das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut gemacht, dass du hier oben einen Facebook-Share-Button hast. Dieses Hinterlasse eine Antwort gehört, wenn dann, nach unten, nicht unter die Überschrift, meiner Meinung nach. Man kann hier oben reinschreiben, da gibt es einen US-Marketer, der das empfiehlt, dass man hier oben direkt seine E-Mail-Adresse hinterlassen kann und in den Newsletter sich einträgt, finde ich eigentlich eher zu aggressiv. So, dann geht es hier weiter, kurzer Text, Bild dazu, Video. Aus Suchmaschinenoptimierer-Sicht würde ich sagen, hier kann auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Text rein, dass du so ungefähr 250, 300 Wörter hast. Ich weiß, das ist immer ziemlich schwer und man hat auch genug am Tag zu tun, gerade wenn man viel Content produziert, da ist es schwierig, immer noch viel dazu zu schreiben. Versuche es halt so gut, wie es geht und setze dich ein bisschen mit dem SEO- bzw. Suchmaschinenoptimierungsthema auseinander, was so die größten
die größten Fallstricke sind. Zu wenig Text ist so einer davon. Das könntest du auf jeden Fall hier noch verbessern, um kostenlosen Traffic von Google zu bekommen. Ansonsten die YouTube-Thumbnails sind immer ziemlich gut gewählt, was ich so bisher gesehen habe. Das passt auf jeden Fall. So, jetzt sehe ich unten Online-Persönlichkeitstraining jetzt mitmachen. Dieser Link ist grau auf weiß, also hellgrau auf weiß. Das ist nicht unbedingt das Optimum. Hier würde ich auf jeden Fall einen Button reinmachen, der zum Beispiel gelb ist oder grün, was auch immer zur Farbe der restlichen Seite passt, dass es mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil das ist ja das, worüber du Geld verdienst. Da willst du, dass jemand draufklickt. Dann brauchst du das nicht hier unten links so ein bisschen hellgrau auf weiß verstecken. Mach das ruhig richtig groß und vielleicht auch auf den einzelnen Artikeln, das kann man auch umstellen, dass du hier weniger Ablenkung an der Seite hast. Also die Leute sollen, wenn sie auf dieser Seite sind, ja wahrscheinlich das Video angucken, danach denken, boah, das ist ein cooler Typ, von dem will ich mehr hören. Und jetzt, dann könntest du halt direkt hier unter diesem Umgang mit wütenden Menschen, das würde inhaltlich passen, wenn du sagst, willst du jetzt noch mehr deine Persönlichkeit verbessern, jetzt hier das Training. So, Kommentare ist immer so eine Frage, ob das sinnvoll ist oder nicht. Kann man auf jeden Fall reinmachen. Was mich jetzt hier wundert, man kann hier einmal als Facebook einen Kommentar machen, als Facebook-Account oder als Facebook-Nutzer und einmal nochmal hier unten. Da würde ich mich entscheiden, entweder oder. Ich stehe eher auf die Facebook-Sache, weil es auch nochmal ein bisschen mehr organischen Traffic gibt über Facebook, weil das halt automatisch als Standardeinstellung auch bei Facebook gepostet wird. So, dann das nächste. Ähnliche Beiträge, das ist gut, dass du die Leute auf der Seite halten willst und ihnen nochmal was Passendes, was vielleicht thematisch ähnlich ist, empfehlen möchtest. Das ist gut, allerdings kommt es hier unten nochmal. Das ist jetzt die Frage, warum? Also hier musst du dir wirklich klar werden, was soll die Seite können am Ende? Und das ist ja im Endeffekt Aufmerksamkeit auf dein Psytraining.info Modell geben. Und das wirst du wahrscheinlich mit dieser Sache, also alles, was ab hier, ab dieser Linie kommt, nicht erreichen. Auch mit hier unten, Archiv, letzte Kommentare, damit auch nicht. In dem Moment sollten Sie vielleicht noch hier Ihre E-Mail-Adresse eintragen, wenn Sie abspringen. Ansonsten, Facebook geht auch noch. Alles andere würde ich hier auf dieser Seite entfernen, auf der rechten Hälfte. So, das war es auf jeden Fall schon mal an Kritik zu dem stressdichnicht.de-Blog. Das jetzt bitte nicht falsch auffassen, also du machst schon sehr viel richtig und du hast auch eine sehr hohe Frequenz von Inhalten. Das ist auf jeden Fall schon sehr gut. Du gibst sehr viele PDFs mit dazu als Content-Upgrade und so weiter. Das läuft auf jeden Fall richtig gut bei dir und finde ich sehr gut. So, jetzt kommt man hier zur psytraining.info-Seite, mal angenommen über einen Blog. Hier ist das, was ich vorhin angesprochen hatte. Eine richtig schöne Navigation hier oben. Weiß, grün, schwarz ist immer eine gute Kombination an Farben, finde ich sehr gut. Schön große große Bilder mit einem schönen Text hier drauf, mehr Infos, man wird auch direkt gelinkt, also weitergelinkt. Das finde ich ganz gut. Ja, ist wahrscheinlich auch responsive die Seite, also mobilfähig. Genau, das ist auf jeden Fall sehr gut. Ihr seht, ich habe hier ein ganz kleines bisschen auf dem Bildschirm. Schnell wieder zu. So, wenn man jetzt hier drauf kommt, scrollt ein bisschen runter, bist du bereit, dich weiterzuentwickeln. Das ist auf jeden Fall schon gut, dass man hier erstmal Informationen zu Inhalten hat oder sich direkt anmelden kann. Gefällt mir. Kommunikation, Konflikte, Manipulation, das ist mir persönlich jetzt so ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Also ich würde das hier nicht lesen, gerade mit den Effekten noch, bum bum bum, würde ich das hier unten sehr unwahrscheinlich lesen. Vielleicht kannst du hier Bullet Points draus machen, zum Beispiel, also diese kleinen Punkte als Zusammenfassung, weil da wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es jemand sich durchliest. Ansonsten passt das alles soweit. Das hier unten, damit wäre ich jetzt nicht ganz so glücklich. Warum Psytraining? Überall und jederzeit mit über 20 Stunden Material üben. Das ist jetzt ja eher ein Feature. Also das ist eine Eigenschaft von deinem Produkt, aber nicht der Vorteil. Also der Vorteil wäre, du kannst das und das erreichen. Du kannst stressfrei werden. Du kannst besser kommunizieren. Du kannst deine Ziele besser erreichen durch Kommunikation. Du hast einen angenehmeren Alltag, was weiß ich. Das kennst du besser als ich, die Vorteile davon. Das auf jeden Fall nicht die Features verwenden, sondern eher den Fokus auf die Benefits legen. Wöchentlich neue Videos, okay, das kann man lassen. Viel Material würde ich nicht schreiben, sondern hochwertiges Material, deutlich günstiger als im Einzelverkauf zum Beispiel, obwohl das wäre auch eher ein Preisargument und kein Benefit. Also ja, da auf jeden Fall nochmal dran. Praxisorientiert direkt umsetzbar im Alltag, das ist ein guter Satz, den man gut verwenden kann.
Aber hier ist auch wieder nicht, was sie einem bringt, sondern nur, wie es einem das bringt. Also es ist nicht komplex, das ist schon mal gut. Fachlich hochwertig, der Trainer ist studierter Psychologe. Das würde ich zum Beispiel ändern in ein bisschen mehr, wo sich der, der Endnutzer ein bisschen mehr darunter vorstellen kann. Zum Beispiel nicht, der Trainer ist studierter Psychologe, sondern der Trainer hat bereits über so und so viele Leuten geholfen und ist auch für Unternehmen tätig im Bereich Stressbewältigung oder irgendwie sowas. Dieses sehr günstig, da würde ich auf jeden Fall nochmal dran. Also das ist meiner Meinung nach viel zu günstig. Macht es doch auf 199 Euro und für die ersten 50 Anmeldungen auf 49 Euro zum Beispiel. Da hast du ein bisschen mehr Marge, die Leute erkennen, okay, das ist jetzt kein Quacksalber, der ist eigentlich richtig teuer, der macht das für Unternehmen, aber spare ich ja noch was. Also das auf jeden Fall würde ich ein bisschen höher ansetzen, um einfach den Wert, den es ja wirklich hat, noch mehr herauszustellen. Du kannst den Preis ja auch split testen, also dass du mal eine Woche das laufen lässt mit 50 Euro statt 199 und dann siehst du mal, wie hoch ist die Conversion Rate im Vergleich zu vorher. Dann hier dein Coach. Das ist eigentlich dein Kapital, dass du ja dieses extreme Wissen hast, dass du das seit Ewigkeiten machst und so weiter, dass du Unternehmen coacht und so weiter. Dass du in Medienberichten erschienen bist, Geo-Magazin, WDR, RTL, Bild der Frau, das wird bis hier unten wahrscheinlich nur ganz wenige Leute lesen, aber das sind größtenteils Marken, auf die Leute vertrauen. Also da würde ich versuchen, ein Bild hier oben reinzubekommen, wie ihr bereits gesehen habt bei RTL, Bild der Frau, Spiegel, bla bla bla. Dass die Leute einfach dieses Vertrauen, was sie in die Marken haben, auf dich übertragen. Also dass sie sehen, okay, das ist kein kleiner Fisch oder Student, der hier nebenbei so ein bisschen was macht, sondern geil, der war sogar schon da und ich kann das nur für 50 Euro, kann ich sein Coaching bekommen. Das ist ja klasse. So, gut, Themen, da komme ich gleich nochmal zu. Jetzt bei den Inhalten, zum Beispiel Motivation. Hier würde ich erstmal so vom Layout her, finde ich die Farbkombinationen auch wieder gut. Jetzt ist es aber so ein bisschen so, wo willst du den Nutzer hinlenken? Links oder rechts? Soll er die Schwerpunkte sich reinziehen oder hier den Text lesen? Wahrscheinlich wird er das hier lesen und dann so ein bisschen hier und abbrechen und ist mir alles ein bisschen viel. Versuch das mal in eine Zeile zu bekommen und den Button jetzt anmelden würde ich vielleicht verändern. Und zwar könnte man das immer auf das Thema beziehen. Also wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel Stressabbau, dann würde ich den Button nicht nennen jetzt anmelden, sondern zum Beispiel jetzt Stress abbauen oder jetzt motivieren oder was auch immer dann gerade das Thema ist, was es hier noch so gibt, dass du da auf jeden Fall dieses Anmelden, das schreckt Leute ja schon unterbewusst ab. Also dieses, da würde ich einfach noch mehr die Aktion oder das Endziel in den Button reinmachen, um ihnen einfach diese Illusion noch weiter zu geben, dass sie, oder was heißt Illusion, um ihnen noch klarer zu machen, dass du mit deinem Coaching ihnen bei diesem jeweiligen Unterziel helfen kannst. Ich weiß nicht, ob es bei allen ist. Bei manchen habe ich, glaube ich, Videos gesehen hier auf der Seite. Das ist natürlich auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um Leute noch mal ein bisschen mehr durch deinen Charme oder durch deinen Ausdruck, Bewegung, Körpersprache und so weiter zu überzeugen, davon sympathisch. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Davon zu überzeugen, dass du sympathisch bist, fachlich kompetent und ihnen wirklich weiterhelfen kannst. Also hier einzeilig, mach die Schwerpunkte vielleicht unten drunter und immer wieder hier, dass man sich anmelden kann, beziehungsweise das Ganze anders nennen. Dann kannst du hier unten dich bei Facebook, Twitter und E-Mail sharen. Würde ich mal testen, wie oft hier unten geklickt wird. Ich vermute eher, dass es eher selten der Fall sein wird, weil es hier unten einfach kaum jemand sieht. Und sie haben auch keinen Benefit davon, dass sie das jetzt wirklich teilen sollten. Also das würde ich vielleicht eher im Member-Bereich machen, dass du sagst, hey, komm, werb deine Freunde, du bekommst so und so viel Prozent davon oder was weiß ich. Aber hier ohne Grund oder ohne starken Zusammenhang zum Inhalt das zu teilen, wird wahrscheinlich eher unwahrscheinlich sein. So, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Dass du diese auf ein Thema passende Landingpage halt noch stärker fokussierst. Also hier wirklich jemanden zeigst, hey, du willst doch dich selbst managen, du willst mehr am Tag erreichen, du willst was weiß ich, um dich halt einfach noch stärker auf diese Einzelperson, die gerade das Problem hat, zu fokussieren. Also du kannst ja, wenn du weißt, der hat gerade ein Motivationsproblem oder ein Zeitmanagementproblem, dass du dem einfach sagst, hey komm, ab heute kommst du immer pünktlich. Ab heute hast du richtig Bock auf das, was du machst. Du kannst dich viel stärker in das Problem der jeweiligen Person, der Unterlandingpage, hereinversetzen, wenn du das einfach nur auf ein einziges Problem fokussierst. Du kannst dich viel besser ansprechen und hast wahrscheinlich auch viel höhere Conversion Rates.
So, eine Sache noch, die mir eben schon bei dem Blog so halb auf der Zunge gelegen hat. Ich sehe hier gar keine Bestechung. Also versuch noch eine Bribery, heißt es auf Englisch, reinzubekommen. Das heißt, du gibst denen zum Beispiel den ersten Monat kostenlos. Auch wenn sie jetzt dieses Angebot haben, 49 statt 199 Euro, dann sagst du, hey komm, der erste Monat geht auf uns. Dann machst du ihnen halt das einfach auf 13 Monate. Stellst die Abrechnungszeit in Digistore um auf 13 Monate zum Beispiel, falls das geht, keine Ahnung. Oder rechnest ihnen halt das entsprechende Geld dann ab, rechnest das irgendwie mit ein. Was auch immer, gib ihnen den Vorteil dafür, dass sie sich bei dir anmelden. Oder genau wie bei der E-Mail-Adresse. Gib ihnen dein erstes E-Book kostenlos. Gib ihnen was auch immer, irgendwas, was du hast. Du hast wahrscheinlich schon einen Blick, was gerade so die Leute am meisten fordern, wo am meisten Response ist, welche Videos die meisten Klicks haben, was auch immer. Mach dazu ein kurzes PDF und sag ihnen, hey, wenn du dich hier anmeldest, bekommst du das. Das Ganze lässt sich ganz gut umsetzen mit den Tools kostenlos von sumumi.com. Ist ein sehr cooler Typ, der das erfunden hat, beziehungsweise dem das Ganze gehört. Hier kannst du kostenlos, so wie hier auf der linken Seite, so Sharebars einbauen. Oder, warte mal, wo haben wir es noch? Hier sind übrigens diese Buttons mit diesem As-Seen On. Du hast eine Scrollbox auf der Seite zum Beispiel. Oder so ein Ding hier, wo du dann einfach deine E-Mail-Adresse eintragen kannst. Und hier steht es auch sehr gut vorgemacht. Lass mich dir zeigen, wie du deinen Traffic verdoppeln kannst. Wir senden dir 4 E-Mails. Und wir zeigen es dir, wie es funktioniert. Wenn wir dich nicht überzeugen können, kann es niemand. Sowas zum Beispiel. Lass mich dir zeigen, wie du motivierter wirst. Lass mich dir zeigen, wie du deinen Stress abbaust. In nur 10 Minuten lernst du eine Technik, mit der du dich in jeder Stresssituation in kürzester Zeit wieder beruhigen kannst. Bla bla bla, was auch immer. So, dann hier gibt es auch die angesprochene Smartbar zum Beispiel. Und du kannst das Tool in wenigen Sekunden auf deiner WordPress-Seite integrieren mit allen möglichen wichtigen E-Mail-Services. Also das ist auf jeden Fall ein sehr guter kostenloser Tipp von mir, den ich auch selbst bei mehreren Kunden schon benutzt habe und den ich auch selbst bei MRAP Fitness benutzt habe für längere Zeit. So, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu sehr verschreckt und zu viele Tipps gegeben. Und auch, dass alle anderen User, die das gerade sehen, vielleicht Ideen für ihre eigenen Projekte bekommen und nochmal einen anderen Ansatz sehen, wie so ein Modell funktionieren kann, so ein Geschäftsmodell. Falls Fragen dazu sind, nochmal zu einzelnen Sachen, bitte unten in die Kommentare. Ansonsten geht es nächste Woche weiter mit der Amazon-Serie. Kolja wird euch dann da zur Seite stehen, weil ich im Urlaub bin und mich braun brutzeln lasse. Deswegen wünsche ich euch für die nächsten 10 Tage viel Spaß und ja, wir sehen uns. Dankeschön und bis bald.